14. April 1940, um kurz vor 1. U-48 stampft mit großer Fahrt durch die Nordsee und die Situation ist folgendermaßen. Ich bin noch eine Weile in diesem Gebiet geblieben, wo wir den Konvoi erfolgreich angegriffen haben in der letzten Folge. Und ich wollte mal schauen, was die anderen Boote noch so treiben und ob es noch was zu hören gibt. Einige Horchrunden eingelegt, da waren aber keine Peilungen mehr vorhanden und die Boote sind dann eben auch relativ zügig abgelaufen. Also die ganze Situation hier hat sich aufgelöst. Kurze Zeit später kam allerdings schon direkt das nächste Funktelegramm herein mit einer Meldung, Sichtungsmeldung, Konvoi von U-293. Die versuchen jetzt Fühlung zu halten, wir haben bereits Kurs gesetzt, gehen auf äußerste Kraft voraus, das ist nicht allzu weit entfernt, hier drüben Quadrat AN54 und dort werden wir uns jetzt direkt hinbegeben. Wir haben ja noch alle an Bord, ausreichend Proviant und so weiter, also wir sehen natürlich zu, dass wir da auch noch drankommen. Kurze Zeit später, um 5.13 Uhr, sind wir schon ziemlich nah dran. Wir schauen mal, Sichtweite ist ziemlich gut, knapp 9 Kilometer bzw. 25 Kilometer maximale Sichtweite. Wir schauen mal, ob wir hier schon ein bisschen was erkennen können. Ansonsten werden wir gleich mal uns in den Keller begeben, um mal zu lauschen. Lauschen, hören ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Ich habe eine neue Mod installiert. Er nennt sich Realistic Sounds. Das überarbeitet oder beziehungsweise ersetzt, wie man schon vermuten kann, viele Sounds, also unter anderem Sound der Artillerie, der Schiffsartillerie, also unsere 8,8. Flak-Sounds wurden verändert, Sinkgeräusche, ich glaube sogar Schraubengeräusche, die Geräusche beziehungsweise der Sound der Alarmglocken von den Dampfern und noch eine ganze Reihe mehr wurde mir empfohlen, mir ans Herz gelegt. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Das werden wir uns jetzt natürlich anhören. Ich denke, das wird sich alles sowieso im Laufe der Zeit ergeben, was sich da so getan hat mit dieser Mod. Jetzt schauen wir mal, wir gehen erstmal auf Seerotiefe runter. Wir sollten nicht mehr allzu weit entfernt sein, sofern U-293 in der Lage war, Fühlung zu halten. Funktelegramm kam jetzt kein weiteres herein. Wir gehen mal in die Zentrale. Schauen uns nochmal, ich zeige euch nochmal das Funktelegramm. Sofern man mich hier durchlässt. So. Das war hier die Funknachricht, die kam schon am 13. April rein, kurz vor Mitternacht, Konvoi in Sicht, Planquadrat AN544, Kurs 357 Grad, Geschwindigkeit 7 Knoten, ist also nicht allzu schnell unterwegs und es sollen weitere Peilmeldungen folgen. Kam aber noch nichts rein bislang, aber U-293 wird noch angezeigt auf der Karte, also ich schätze mal, und auch dem Kurs nach zu urteilen, den sie bislang gelaufen sind, dürften die schon noch dran sein. So, wir kontrollieren mal. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir noch 6 Aale an Bord haben. Oh, waren es doch nur 5. Ich glaube, hinten... Ah, ich bin mir gar nicht sicher. Moment mal. 3 plus... Okay, gut. 5 Stück. Ja, damit lässt sich ja durchaus noch was bewerkstelligen. Na schön, wir sind auf Seerohrtiefe und da kam auch schon kommt schon die Horchmeldung rein. Und das dürfte dann wohl der Konvoi sein. Ah ja, sieh mal eine an. Okay, die sind schon deutlich, stehen schon deutlich weiter im Norden. Und ich vermute mal, auch die laufen einen nördlichen Kurs. Ja, eindeutig. Okay. Das kommt uns ja eigentlich relativ gelegen. Wir tauchen wieder auf, setzen uns hier mal eine Markierung auf die letzte, ungefähr die letzte gehorchte Position. Schauen wir mal, dass wir ungefähr den Kurs nachzeichnen. Das ist ja sowieso, die Positionsmeldung ist noch ziemlich ungenau. Und dann tauchen wir direkt wieder auf und machen über Wasser weiter. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. So. Boot ist bereits wieder aufgetaucht. Wir schauen gerade mal, haben wir hier noch irgendwo Wasser im Boot. Das wurde auch neulich mal wieder korrekterweise angemerkt. Es gibt halt schon viele Sachen, die vergesse ich manchmal einfach oder übersehe die.
Aber wir haben hier in lediglich in der Zentrale haben wir ein bisschen Wasser drin. Das kriegen wir mit der Lenzpumpe natürlich raus, aber alle anderen Abteilungen sind trocken. Okay, sehr gut. Na schön, dann drücken wir ein bisschen auf die Tube. Hier war die letzte Meldung. Wir sehen gleich mal zu, dass wir uns möglichst vorsetzen. U-293 hat jetzt auch Kurs auf den Konvoi genommen. Die sind hier so ein bisschen komisch durch die Gegend geeiert, also U-293. Aber jetzt scheinen sie wieder einen geraden Kurs zu fahren. Also die fahren auf jeden Fall auch dem Konvoi hinterher. So, recht viel weiter würde ich jetzt erstmal nicht gehen. Wieso ist eigentlich niemand auf der Brücke? Wir nehmen Knackfuß. Der darf sich einmal hochbegeben. Dann werden wir nochmal einen Blick riskieren. Verhältnisse sind immer noch ziemlich gut. So, Knackfuß. Wo ist er? Hier unten. Okay, begibt sich auf die Brücke. Wir können den Kurs auch schon mal so ein bisschen anpassen, dass wir hier schon mal näher dran kommen. Auf die vermutete. Auf den vermuteten Kurs. Kann natürlich auch sein, dass die schon wieder eine Kursänderung hatten in der Zwischenzeit. Vielleicht sind sie weggezackt. Ah, sieh mal einer an, da haben wir sie schon. Oh ja, schon deutlich erkennbar. Und da ist eine ganze Menge geboten. Jetzt habe ich natürlich die große Hoffnung, dass das vielleicht auch wieder ähnlich abläuft wie beim letzten Mal, dass hier auch andere Boote herangeführt werden. Die dürften ja alle noch nicht so weit weg sein. Und es wäre sehr naheliegend, dass genau die ganzen Boote, die auf den anderen Konvoi operiert haben, jetzt auch hier zusammengezogen werden. Das wäre natürlich fantastisch. Gut, wir bleiben noch weiter aufgetaucht. Jetzt wird hier auch der Schornsteinrauch gemeldet. 8 bis 19. Wir pirschen uns mal vorsichtig etwas näher dran, halten aber noch gebührend Abstand. Sollen wir das vielleicht einmal durchfunken hier sogar? Und dann sehen wir natürlich zu, dass wir uns vorsetzen, um einfach in eine gute Schussposition zu kommen. So, Funktelegramm ist rausgegangen. Damit sollten hoffentlich alle im Bilde sein. So, da wird schon Alarm ausgelöst. Moment mal. Ja, das wird die Sicherung sein hier vorne wahrscheinlich. Ja, das sieht schon immer cool aus hier, die ganzen Rauchfahnen. Aha, okay, hier ist die Außensicherung. Wir drehen direkt mal ab. Sie sollten uns noch nicht gehört haben, hoffe ich doch. Oder gesehen. Gesehen ist relativ unwahrscheinlich. Wobei, wir laufen halt schon mit AK. Ja, scheint schon zu passen. Einfach ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Und ich möchte mich natürlich erstmal vorsetzen, wie man so schön sagt. Also quasi ein Überholmanöver. Und dann werden wir rechts abbiegen, also Steuerbord. Und im 90-Grad-Winkel hier auf den Konvoi zulaufen. Ach du Scheiße, Sichtkontakt, kleine Gruppe. Das könnte jetzt natürlich noch ein anderes Boot sein. Ist aber schon als Sichtkontakt gemeldet worden. Das ist wahrscheinlich eins unserer Boote, weil wenn das ein Frachter wäre, dann würden wir den schon sehen. Ja, sehr schön. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das eins unserer Boote ist. Dann werden die jetzt hier zusammengezogen. Und das könnte nochmal interessant werden. Also wenn das jetzt immer so läuft, das wäre natürlich ganz fantastisch. So, ich würde sagen, der Zeitpunkt ist dann auch gekommen, dass wir uns mal drehen. Kursänderung. Und vielleicht jetzt auch gleich nochmal speichern. Können gleich mal mit der Fahrtstufe ein bisschen runtergehen. U-293 Fragezeichen befindet sich noch hier hinten, ziemlich weit weg. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass einfach immer ein Boot wirklich der feste Fühlungshalter ist. Ich weiß auch nicht, ob dieses Boot dann überhaupt eingreift.
Das scheint aber auf jeden Fall, das war mit U1010 schon genauso, dass die einfach immer ziemlich viel Abstand halten, um einfach die Fühlung zu halten. Ah, ich denke, wir können noch ein bisschen aufgetaucht bleiben. Von den Aufbauten ist noch nichts zu erkennen. Hier sieht man jetzt schon ein bisschen was. Das ist auf jeden Fall ein Frachter. Das könnte ein Kriegsschiff sein. Frachter. Frachter, ne? Die kommen so langsam über die Kimm jetzt hier. Und der ist entweder deutlich näher dran oder es ist ein deutlich dickerer Pott als die anderen. Aber ich schätze mal, das hier ist dann quasi eher so die Kolonne, die uns am nächsten wäre. Okay, jetzt wird es aber wirklich. Ja, jetzt gehen wir auf Tauchstation. Alarm ausgelöst. Boot geht auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy. So, mit unseren 5 Aalen ist jetzt die Frage, lohnt sich das tatsächlich jetzt hier auch wieder auf die Außensicherung zu gehen? Aber wir versuchen uns erstmal natürlich ein Lagebild zu machen. Schauen mal, wie viele Sicherungsfahrzeuge sind da dabei, was für eine Formation fährt der Konvoi. Wo fahren die Sicherungsfahrzeuge? Ich meine, sie haben immer ungefähr die gleiche Formation, aber wir schauen mal ein bisschen genauer hin, bevor wir uns da irgendwie einen Plan zurechtlegen. Verdammt hell natürlich jetzt. 8:19 Uhr. Aber an sich sind die Verhältnisse gut. Wir können also wirklich aus großer Distanz schießen. Bei der schönen Weitsicht. Und ich hoffe mal, dass noch ein paar mehr Boote dazukommen. So, ab in den Keller. Sehr gut. Wühldorp. Ich würde sagen, wir beenden jetzt an der Stelle gerade auch mal den Alarm. Den brauche ich jetzt noch nicht. Er darf sich noch ein bisschen ausruhen. Schneider übernimmt die Horcherei. Eberhard brauchen wir jetzt auch nicht zwingend an den E-Maschinen. Ich beende auch mal die direkten Befehle, dass die Torpedowartung wieder durchgeführt wird. So, so wollte ich es haben. Ich glaube, das passt. Das machen wir einmal so. Der Alte bleibt am Angriffsperiskop, kriegt noch Matrosen zugeteilt. Okay. So. Da haben wir sie. Gut, dann schauen wir doch mal. Wir gehen natürlich weiter näher dran. So, da hätten wir jetzt schon den ersten in Sichtweite. Jetzt ist die Frage, sollen wir tatsächlich auf den Zerstörer operieren? Also auf jeden Fall schon mal Kursberechnung laufen lassen, ganz klar. Und ich denke mal, wenn wir hier einmal alle Maschinen Stopp machen, Kreiselkompass aus, dass wir dann hier auch ein größeres Bild zu sehen bekommen sollten. Ich bleibe jetzt übrigens, also ich gehe noch nicht auf blaues Licht, weil dann ja also quasi der Schleichfahrtmodus ausgelöst wird. Und das möchte ich jetzt noch nicht, weil ich jetzt noch die Torpedowartung brauche. Okay. Also hier backbordseitig laufen 2 Sicherungsfahrzeuge. Abstand zwischen den beiden 5,5 Kilometer. Das wäre jetzt eh schon eine ganz gute Lücke. Wenn wir allerdings einen hier rausballern und darauf spekulieren, dass mindestens ein anderes U-Boot hier auch noch dazu kommt, wäre schon nicht so doof, ne? Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Zu Befehl. Kapitän. Wir machen das jetzt mal so. Ja, ich würde tatsächlich versuchen, ein Sicherungsfahrzeug rauszuknipsen. Das sollte uns das Leben erleichtern. Speichern immer nicht vergessen. Jetzt ist eine gute Situation. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wir dürfen auch nicht zu nah dran gehen. Schauen wir, dass wir wirklich aus einer etwas größeren Distanz zum Schuss kommen.
Um die 2 Kilometer vielleicht. Das könnte schon funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie schnell kriegen sie das mit der Kursberechnung hin? Wir laufen noch ein Stückchen mit, wenn es geht. Okay. Das wäre schon ganz gut. Beide Maschinen große Fahrt voraus. So. Jetzt mal kurz innehalten. Das ist jetzt natürlich schon eine ordentliche Distanz. Aber solange die ihren Kurs nicht verändern. Flower-Klasse. Tiefgang 3,5. Wir versuchen das jetzt einfach. Und machen es mit einem Aufschlagzünder. Rohr 1, bewässern! Sehr hohe Distanz. Aber wir riskieren das jetzt. Wir gehen auf 2,5 Meter. Rohr 1. Los! Los! Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Wir lassen den Aal mal laufen. Und rechnen direkt auf ihn hier weiter. Wenn es ihn hier tatsächlich erwischen sollte, dann können wir nochmal ordentlich Gas geben und auf ihn hier operieren. Oh, da läuft aber irgendwas ganz Dickes hier mit. Da hinten. Der wirkt zumindest, wenn man die Größen hier vergleicht, das scheint schon einer der dicksten hier zu sein. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir schon alle hier in der Hydrofonreichweite haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 haben wir bislang erkannt. Ja gut, es könnten theoretisch schon alle sein, aber hier drüben muss ja auch noch ein bisschen was kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die auch mindestens 4 Sicherungsfahrzeuge haben. Und ich glaube, wir haben ja sowieso vorne auch noch einen gesichtet. Von daher schätze ich mal, die werden schon zu 5 sein, die Geleitsicherungsfahrzeuge. Ja, Torpedolaufbahn sieht erstmal ganz gut aus, ne? Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Treffen wird er hoffentlich. Ja, das sieht schon gut aus. Und hier hätten wir auch schon guten Torpedokurs. Das heißt, wenn es den wirklich erwischt, dann müssen wir sofort auf AK gehen, damit wir ihn hier angreifen können, bevor er hier eingreifen kann. Ich hätte auch warten können, bis der Kurs für ihn hier auch schon gut, also die Torpedolösung steht. Dann gleichzeitig schießen, das wäre natürlich ein bisschen schlauer gewesen. So, ist übrigens kein Zerstörer, ist nur eine Korvette. Nur, in Anführungszeichen. Kann es natürlich auch den Gar ausmachen. Ja, schön, aber insgesamt ganz schön Glück gehabt. Nochmal ein Konvoi. Komm schon. Volltreffer bricht auseinander, säuft ab. Der ist weg. Und jetzt keine Zeit verlieren. Hervorragend. Besser könnte es gar nicht laufen. So, Moment. Beide Maschinen AK voraus. Korvette ist weg vom Fenster. Dann operieren wir jetzt auf ihn hier. Die fangen jetzt natürlich an zu zacken. Ihr kennt das. Deswegen müssen wir jetzt einfach möglichst nah dran. Aus der Distanz zu schießen, da wird mir kein Treffer landen. Aber ich denke doch mal, dass das sich noch ausgehen dürfte, dass wir noch zum Schuss kommen. Und dann wegtauchen, unten durchsacken lassen, wenn es geht. Und von der anderen Seite vielleicht nochmal dran. Je nachdem, schauen wir mal. Aber irgendwie hier unter den Konvoi reinkommen. Wir haben hier knapp 100 Meter Tiefe. Also man könnte sich tatsächlich auch auf Grund legen. Okay, sehr schön. Erster Treffer. Feindlicher Zerstörer auf 11 Uhr. So. Der kommt jetzt auch angelaufen. Also hier drüben ist auf jeden Fall auch ein Zerstörer. Hier auch. Die gehen halt jetzt mit der Fahrt hoch. Deswegen hören wir die. Oh, das wird doch... Oh, es wird verdammt eng. Scheiße, der kommt direkt auf uns zugelaufen. Der ist gar nicht das Problem, der hier unten. Aber der wird problematisch. Und wir sind noch 2 Kilometer entfernt. Ach, verdammt. Wir haben halt 100% Torpedolösung auf ihn. Wir rechnen jetzt mal auf blöd noch auf ihn hier.
Aber ich will es jetzt auch nicht auf Teufel komm raus hier mit Biegen und Brechen machen. Dann lieber nochmal ablaufen. Ja, ich glaube, das wird zwar nichts, Leute. Kein gutes Gefühl. Sollen wir Risiko gehen? Jetzt ist halt genau der Zeitpunkt, wo man diese Entscheidung treffen muss. Volles Risiko und Angriff. Oder nochmal ablaufen. Ich bin für Letzteres. Lieber ein bisschen mit Bedacht dran gehen. Lieber nochmal ablaufen. Komm, wir drehen uns. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Auf 80 Meter gehen. Schleichfahrt. Ich glaube, das ist tatsächlich vernünftiger. Da ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen. Oh, das wird jetzt eh schon ganz schön eng. Na, schauen wir mal. Und wir sind ja nicht alleine. Das andere Boot sollte ja auch noch irgendwann daherkommen. Und hoffentlich hier irgendwie eingreifen. So, wir sind schon auf 80 Meter. So, interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. Zwecks den Schraubengeräuschen, die sollen sich ja auch dank der Mod verändert haben. Und der wird uns ja gleich überlaufen hier. Wir zacken mal. Oh, das ist... Nein, 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 wir drehen uns in diese Richtung weg. Na, jetzt können wir sowieso nichts mehr machen. Schauen wir mal. Ich höre gar nichts. Sonarwellen, Herr Kaloy. Schiffsschrauben, direkt über uns, Herr Kaloy. Wasserbomben. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Wasserbomben. Beide Maschinen AK voraus. Und etwas tiefer gehen. Da knallt's. Die sind nicht so weit entfernt. Ich denke aber noch weit genug. Frage. Man könnte sich natürlich hier auch auf Grund legen. Wir könnten auch einfach einen Täuschkörper benutzen. Herr Kaloy, Kapitän. Wer hat denn hier noch welche? Herr Kaloy, Kapitän. Ah, wo sind die Täuschkörper hin? Herr Kaloy. Verdammt. Das ist auch manchmal, wenn die Sachen umtransportieren. Und ihr habt das vielleicht im Intro gesehen. Einer hat ja oben... Wir nehmen jetzt hier mal nur einen. Einer hat ja oben das Deckgeschütz neu bestückt. Und manchmal legen die dann die Sachen auch irgendwo ganz anders ab. Wir machen das jetzt einfach mal. Hier Täuschkörper. Bleiben auf AK. So, ich wollte hier nochmal reinschauen. Nee. Falsche Tür. Manchmal, ja genau, hier. Dann landen die Sachen nämlich manchmal hier bei der Deckgeschützmunition. Also irgendwo, wo sie eigentlich nicht hingehören. Okay, gut zu wissen. Kann man das hier direkt umlagern? Gut, eigentlich ist ja auch scheißegal. Na schön. Also, Täuschkörper ist raus. Gerade so über Meeresgrund. Wir gehen. Ja. 100 Meter. Bisschen höher, bisschen höher, bisschen höher. LI. Höher steuern. Ah, gerade so. Da hat nicht mehr viel drunter gepasst. Da hat vielleicht noch eine Dose Dosenbrot drunter gepasst oder so. Okay. Lass ein bisschen laufen. Kursänderung. Schleichfahrt. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus.
Ich habe ein relativ gutes Gefühl aktuell, auch wenn wir jetzt überhaupt nicht im Bilde sind. Aber wir haben die Tollkörper in diese Kakophonie der Wasserbomben rein. Haben wir rein getäuscht, reingeboltet. Das könnte schon für genügend Verwirrung gesorgt haben, dass die jetzt auf den Täuschkörper operieren. Macht auf jeden Fall den Eindruck. Und bei all dem Lärm könnte das schon klappen, dass wir uns hier einfach davon stehlen. Jetzt wäre natürlich für das andere Boot ein super Zeitpunkt, um anzugreifen. Bewacher sind abgelenkt, schmeißen ihre Bomben, sind außer sich vor Wut. Da könnten sie jetzt was rausknipsen, wenn sie schlau wären. Das sieht soweit ganz gut aus. Einfach mal ein bisschen weitermachen hier. Oh, da kommt das andere Boot. Seht ihr? Wasserbomben. 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 Oh, die haben den gehört. Das sage ich euch. Jetzt werden die angegriffen. Wir setzen uns weiter ab. Ach du Scheiße, seht ihr das? Wasserbomben. Der verläuft aber auch ein bisschen dödliche Kurse, oder? Jetzt hat er ihn ja praktisch selbst unterlaufen. Das könnte... Oh, man hat das... Hier sind die Bomben reingegangen, hier ist das Boot. Das könnte jetzt wirklich übel ausgehen. Ja, wir müssen das jetzt hier mal ein bisschen laufen lassen. Wir müssen Abstand gewinnen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das dürfte der nächste Wasserbombenangriff gewesen sein. Ich meine, Vorteil ist natürlich, sofern er hier nicht erwischt wird. Die Bomben werden halt weniger und weniger. Oh, der hat den torpediert. Und das sah nach einem Treffer aus. Oder war es ein Fehlzünder? Der hat halt aus wahnsinnig kurzer Distanz geschossen, aber er schießt nochmal. Der greift das Kriegsschiff an. Okay, 600 Meter, das sollte schon funktionieren. Ach du Scheiße. Okay, schauen wir uns natürlich an. Noch eine Korvette weniger wäre natürlich fantastisch. Haben wir gerade Sicht auf die anderen Kontakte? Hier drüben. Komm schon, einer wird doch treffen. Sieht nicht so gut aus. Ich finde es immer noch krass, wie verschwenderisch die KI mit den Aalen umgeht. Was die da immer raushauen. Na, da war kein Treffer dabei, oder? Doch, jetzt, verdammt. Volltreffer. Da haben, glaube ich, mindestens zwei eingeschlagen. Korvette ist weg. Der nächste. Nicht schlecht, Herr Specht. Gute Arbeit. Haben wir eigentlich die Bootsnummer? Wo läuft der andere Aal hin? Wir sind... Okay. Ja, naja. Aber wird schon... Da wird nichts passieren. Bootsnummer haben wir nicht, ne? Nee, keine Ahnung, wer das ist. Okay, gut. Herr Galoy, ich habe eine große Gruppe... Ja, wir drehen aber hier mal ab. Vermutlich ein Geleit... Gut, wir sind tief genug. Gehe ich doch von aus. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Eieieiei. Wenn das jetzt ein Zaunkönig gewesen wäre. Und der hat den nächsten, wieder ein Dreierfächer rausgefeuert. Beide Maschinen kleine Fahrt voraus. Auf wen hat er denn geschossen? Achso, der ging schon daneben. Der galt dem hier. Der greift einfach eiskalt die ganzen Kriegsschiffe an. Der Wahnsinnige. Legen Sie den Kurs an. Ja gut, also da können wir jetzt... Ja, nee. Wir schauen, dass wir hier wegkommen. Und dann denke ich, können wir auch langsam wieder auftauchen. Dieselmaschinen an, beide Maschinen AK. Und hier wieder irgendwo nach vorne hinkommen. Vorsetzen. Und nächster Anlauf. Was haben wir denn hier so für Distanzen jetzt? Okay, ich denke, wir können auftauchen. Guten Gewissens. Auftauchen. Alarm beenden. So. Ja, cool. Also irgendwas scheinen sie ja schon mit der KI der anderen Boote gemacht zu haben. Das ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass wir an einem Konvoi dran sind,
Und wir sind nicht alleine. Das ist schon cool. Also darf doch weiter verbessert werden natürlich, dieser Aspekt, aber das ist schon mal also deutlich, deutlich besser als früher. Wo wir praktisch so gut wie immer nur alleine auf die Konvois operiert haben. So. Machen wir uns schon mal klar. 30. Naja, und Plan ist ja logisch, ne? Wir haben noch vier Aale. Da muss noch ein bisschen was gehen hier. Auf Seerohrtiefe. So. Turmlug ist frei. Wechseln auf Dieselmotor. Dieselmaschinen laufen an. Kommandant an LI. Kompressor anschalten. Lenzpumpe. So. Weit genug entfernt. Dann können wir uns jetzt hier über Wasser vorsetzen. Und dann gibt es hier nochmal ein schönes Schlachtfeld. Da bin ich doch relativ zuversichtlich. Für den Moment soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht an diesem Konvoi. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.